Hi, jetzt sind einige Stunden vergangen. Elektromager kam glücklicherweise bei euch richtig gut an. Ich bin auch froh, darauf durch Zufall aufmerksam geworden zu sein. Es ist echt schwer, eine solche Software zu finden, in diesem realistischen Design so intuitiv zu bedienen, so gut aussehend, die Symbole, die Beschriftung, die Farben, die ganzen Hersteller. Und das Ding ist, nachdem ich damit hier das Video gemacht habe, habe ich mich im Laufe des Abends auch über Insta mit Elektromager in Verbindung gesetzt. Wollt mal sagen, dass es richtig top ist und so das Ganze. Die wurden schon auf das Video aufmerksam, was ich gemacht habe. Und so kam eins zum anderen. Die fanden das extrem gut natürlich. Und ja, dann hat es auch nicht lange gedauert. Ohne nachzufragen, haben sie mir die Pro-Version ermöglicht. Testweise. So kann ich jetzt hier die Pro-Version einmal zeigen und wie das Ganze ist. Ist auch richtig interessant, mal gesehen zu haben, nehme ich an. Und was das Ganze beinhaltet. Und ja, ich habe mal beim Fragezeichen geschaut, was es über Pro gibt. Das meiste ist entsprechend, dass man jetzt die Möglichkeit hat, die Hintergrundfarben zu hinterlegen, die ganzen Symbole farblich zu kennzeichnen, die Symbole Dimensionierung zu machen, also damit die so dreidimensional aussehen und schöner wirken. Man kann auch eigene Symbole beispielsweise einpflegen. Das hatten wir hier beispielsweise. Und sonst Texte farblich ändern. Und man hat einfach weitere Möglichkeiten. Hauptding ist natürlich mehrere Hutschienen, dass ich jetzt übelst viele Hutschienen einfügen kann. Ich habe es so weit gemacht bis über 20 und es geht noch weiter. Keine Ahnung, ob es da überhaupt ein Limit gibt oder so. Aber so sieht es erstmal aus. Und wenn man den Platz hat, dann kann man prinzipiell auch Sachen machen. Wie beispielsweise einen Drehstromzähler über Spannungsschutz und so weiter reinmachen. Und die sind tatsächlich auch in der Entwicklungsphase. Ich habe auch gefragt oder mir gedacht, wieso nicht vorher irgendwelche Leute auf die aufmerksam geworden sind, warum es so wenig darüber gibt und so, weil das ist ja eine richtig Hammer-Software. Ich weiß nicht, wann die gestartet haben, aber die sind auf jeden Fall im Entwicklungsprozess. Es geht weiter. Die Sachen für Siemens beispielsweise kommen nächste Woche, wenn wir hier gucken. Ganz normaler Leitungsschutzschalter gibt es entsprechend von Siemens noch nicht. Aber das ist nun mal so in der Entwicklungsphase. Das ist einfach ein leeres Bauteil. Hat man bei manchen Herstellern momentan, aber die sind auf jeden Fall im Gange. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, auch bei den Leitungsschutzschaltern habe ich gesehen, auch die Querschnittserhöhung zu machen bis 6 Quadrat und was weiß ich, was dann am Ende da steht. Aber das ist eigentlich so für Kabelquerschnitt, sage ich mal. Ich sage hier 1,5 Quadrat bei Flur im Kellergeschoss. Ich habe das Ganze jetzt auch schon so überarbeitet, dass ich das jetzt farblich so gemacht habe. Küche ist so in dem violetten Design oder dunkelpink oder rosa oder wie man das auch immer nennt. Küche habe ich einmal so gemacht, damit man die Symbole hat. Kühlschrank und Hängeschrankbeleuchtung, Geschirrspüler und Backofen. Symbole erklären ja schon, was das überhaupt ist. Und dann kann man das zusammenfassend als Küche deklarieren. Und ja, Schreibfehler weggemacht bei Arbeitszeile. Rechts, links habe ich jetzt so hingeschrieben, wie es sich gehört. Ich habe auch tatsächlich das mit der Skalierung ausgedruckt. Und das war bei meinem Drucker auf 66% gestellt. Auf 100% ist auf jeden Fall 1:1. Und so kann ich auf jeden Fall hier wieder auf den Hersteller Hager gehen. Und dann machen wir zum Beispiel einen Drehstromzähler hin, sagen, dass der jetzt vierpolig ist. Und ich habe einige Möglichkeiten jetzt. Gut, die hat man auch im Vorfeld gehabt, aber ich habe jetzt halt mehrere Hutschienen. Und hier kann ich auch noch einen Überspannungsschutz hinmachen. Den machen wir auch vierpolig. Und dann ist auch gut. Und wenn man den Platz hat, kann man hier auch noch eine Steckdose hinmachen. Die sieht dann wie folgt aus, für EDV, sage ich mal. Und so muss ich das auch farblich machen. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, hier beispielsweise RCD umzubenennen. Hatte ich im Vorfeld auch nicht. Mit der Pro-Version ist auf jeden Fall möglich. Kann ich so FI-Schalter hinschreiben. Ich kann das auch farblich in einem anderen Farbton machen. Grün, so wie das da ist, oder lila oder sonst was. Alle möglichen Farben, aber ich mache es mal grün. Und dann kann ich mir das FI sparen. Und schreibe einfach hier unten Obergeschoss, wo ich auch die Möglichkeit hätte, das prinzipiell farblich, aber wenn zu viel Farbe ist, dann sieht es zu spielerisch aus. Deswegen lasse ich das in dem Fall einfach schwarz, mache diese Color-Dings hier wieder weg und dann ist Obergeschoss schwarz. So kann ich das prinzipiell bei jedem jetzt einmal ändern, dass ich da FI-Schalter schreibe. Und eine Sache ist auch noch richtig cool, dass ich mehrere Symbole jetzt in ein Feld reinmachen kann, das habe ich auch gemerkt. Und das hier wäre dann Untergeschoss. Wie gesagt, ich kann hier noch weitere Symbole hinzufügen. Da war ja jetzt aktuell das mit dem Text drin, RCD.
Ich kann aber auch noch das Symbol mal hinmachen. Gut, das wäre jetzt mittig. Kann man aber auch entsprechend doch alles anordnen, den nehme ich mal weg. Besseres Schaubild ist, wenn ich jetzt hier bei der Beleuchtung irgendwelche Symbole, was jetzt zwar unnötig ist, aber damit man es mal gesehen hat, okay, mehr als zwei passen da jetzt nicht rein, beziehungsweise es würden schon mehr reinpassen, es sei denn, es sind andere Symbole wie die hier zum Beispiel. Und dann sieht das Ganze so aus, dass da jetzt vier Symbole in einem Feld drin sind. Braucht man nicht, aber manchmal möchte man symbolisch zwei Sachen aufzeichnen. Und so kann ich die aber auch farblich voneinander trennen. Die Lampe ist jetzt hier so und das mache ich so mit dem. Und dann kann ich die auch wieder rauslöschen, wenn ich die in dem Fall so nicht benötige. Beleuchtung und Steckdosen hatte ich in dem Fall drin. Zack. So habe ich auch die Möglichkeit, eine Schattierung zu setzen. Icons Schatten. Dann sehen wir, dass die ganzen Sachen schattiert wurden jetzt in dem Bereich. Das mache ich mal bei jeder Hutschiene. Und gleich gucken wir uns mal die dreidimensionale Pro-Sache an. Aber Schatten gehört auf jeden Fall dazu, wenn man die Möglichkeit hat. Das wirkt dann nochmal eleganter. Und hier werde ich auch noch. Das mit dem Blitz ist schon richtig gut. Darunter kann ich noch über Spannungsschutz schreiben. Den kann ich rot machen zum Beispiel. Hier kann ich EDV fett hinschreiben. Lasse ich schwarz. Und hier kann ich Drehstromzähler und unten noch so KW Stunden. Macht man aber klein geschrieben, ne? So KW Stunden. Sieht auch schön aus. Und dann gucken wir mal bei dem Symbol, wenn ich hier drauf gehe. Hier hat man zum Beispiel bei Symbol erstmal die Möglichkeit, wo ich gewesen bin, auf 2 zu klicken. Dann sieht man schon, okay, perfekt. Ist geändert, ein schönes Design. Aber ich kann auch einfach ganz schnell auf Pro klicken. Und dann macht er das in Pro. Das mache ich mal mit allen. Und bei einigen kann man noch die Farbe ändern. Ah, hier auch von der Steckdose. Ist hier original so weiß, grau. Aber da habe ich auch die Möglichkeit, das farblich zu untergliedern. Na, wenn man schwarz macht, ist auch so in dem Grau. Ich lasse das mal so, mache aber überall Pro hin. Den hier hatte ich noch nicht in Pro gemacht. Gibt es auch nicht, aber Schatten ist auch schön. Kann man ja noch mal gucken, das wäre der, da ist auch keine 2. Wo es Pro gibt, sind immer so zwei Sachen. Hier zum Beispiel, zack oder so, Lampe für Außenbereich. Ist halt ein angewählt, aber kann den auch entsprechend wieder rausnehmen. Sonst lasse ich das hier farblich so, wie ich das gemacht habe, wie Schalter grün. Den hier müsste ich noch ändern. Ich werde am Ende alles einmal machen und dann sehen wir, wie das Ganze aussieht. Hier zum Beispiel die Pro-Variante. Muss ich mal gucken. Ja, kann ich auch farblich ändern. Aber schwarz ist schon schön. Die muss ich auch alle am Ende in Pro machen. Das hier auch zum Beispiel, wenn ich es in Pro mache, ist erstmal weiß. Dann kann man aber das mit dem Dreifach gar nicht lesen. Aber wenn ich jetzt hier schwarz mache, dann kann man das auch lesen. Hier habe ich das schon mal gemacht bei dem Dreifach in schwarz. Und der hier ist okay, da könnte ich aber jetzt auch die Farbe ändern, je nachdem, wie ich den Taster haben möchte. Sieht blau schick aus? Ja, ne? Blau sieht so. Nee, oder? Ja, doch, ich mache den auch blau. Man muss immer gucken, auf welchem. Auf welcher Dunkelheit man die, weil es gibt übelst viele unterschiedliche Farbhelligkeiten und so, also Farbstufen. Da muss man aufpassen. Herd war ich noch nicht ganz fertig. Ja, was sieht realistisch aus? So ein Grau, ne? Ah, der passt sich das entsprechend die Farbe an, so wie ich die hier oben schon hingemacht habe, da wo ich die Farbkennzeichnung gemacht habe. Ja, und hier hätte ich auch die Möglichkeit, die Beschreibung
Habe ich schon gesagt, ne? Genau, farblich unterschiedlich zu machen, aber ich lasse den in dem Fall unten schwarz, damit man es gut lesen kann und es auch nicht zu spielerisch aussieht. Ja, so sieht es jetzt mit der Pro-Version aus, wie ich das Ganze gemacht habe. Kann man natürlich noch schöner machen, noch vielfältiger, noch andere Farben, noch andere Sachen, mehrere Symbole, andere unterschiedliche Schalter und so weiter, je nachdem, wie die Anforderungen sind. Wäre auch eigentlich ganz schön, wenn ihr das mal macht, dass ihr mir bei Instagram eventuell ein paar Bilder schickt oder Auszüge und so weiter, wie das bei euch aussieht mit der Planung. Einige haben gesagt, werde ich auf jeden Fall bei der nächsten Planung machen und so damit. Und ja, hier habe ich auch so die Querschnitte. 16 Quadrat, hier kann man auch 16 Quadrat hinschreiben. Und die Steckdose für EDV ist 1,5 Quadrat. Ah, wieso hat er da jetzt? Nee. Jetzt. Genau das. Und jetzt kann ich Markierung erhalten. Jetzt könnte ich mir auch eine Geräteliste entsprechend ausdrucken. Wenn ich das mache, dann lädt er mir die einmal komplett runter und öffnet die mit der Datei. Und dann sieht das Ganze so aus: Hersteller Hager, MBS, so und so. Und so hat man eine ganze Stückliste, sage ich mal, von den Sachen, die da verbaut sind. Und jetzt mache ich mal Markierung erhalten und die Datei generieren, um die entsprechend auszudrucken. Jetzt sieht die auch richtig schön aus und so kann man die auf die Abdeckungen draufkleben. Jetzt einmal drucken, von 66 auf 100% die Skalierung stellen, ausdrucken in Farbe, noch schön ein Fotopapier oder dieses dicke Papppapier, was die da auch nutzen. Und dann passt das auch am Ende mit der Teilungseinheit. Kann ich noch kurz zeigen. Und dann ist gut. So sieht das Ganze jetzt so aus. Im Maßstab 1 zu 1. 17,5 mm. Eine Teilungseinheit. Wird auf jeden Fall passen, kann man sich entsprechend ausschneiden und auf die Abdeckung draufkleben. Genau, so werde ich das auch machen. Schöneres Programm habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Besser zu bedienen, so einfach verschieben und umändern, umbenennen, machen und tun. Deswegen Hammer. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!